Zurzeit ist es so, dass wir hier eine immense Krötenwanderung haben und alle Versuche praktisch, das anders zu regeln, außer Schranken, wurden praktisch verworfen, weil die Strecke ewig lang ist und weil das Gelände irgendwelche Zäune und so weiter nicht hergibt. Hinter mir sehen Sie die Muna, das ist ein altes Munitionslagergebiet, das heute noch eingezäunt ist und wo praktisch keinerlei Eingriffe des Menschen mehr stattfinden. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Waldgebiet, wo sich Erdkröten im Sommer gut aufhalten können und sich im Winter auch einschieben. Nur zum Laichen müssen sie runter in das Tal des Dünsener Bachs, wo überall Fischteiche sind. Und da laichen diese Erdkröten ab. Und deshalb müssen sie über diese Straße, die praktisch die beiden Gebiete voneinander trennt. Die Bedingungen sind so, ich würde mal so sagen, ab 7, 8 Grad, aber es muss auch feucht sein. Dann fangen die an zu marschieren im Frühjahr sozusagen. Und das ist eben so, dass wir diese Schranken nicht jeden Tag zumachen in der Zeit, sondern wir gucken immer abends nach dem Wetter und fahren einmal durch. Und wenn die nicht marschieren, werden die Schranken auch nicht zugemacht. Wir haben nur die Auflage, dass wir nur 10-mal zumachen dürfen in der Zeit. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir die Zeit dann auch ausnutzen. Ja, es ist was Besonderes, vor allen Dingen auch für Niedersachsen. Es gibt wenige Strecken, die gesperrt worden sind in Niedersachsen, weil man muss sich vorstellen, dass bei so einer Sperrung natürlich das Straßenverkehrsamt auch noch eine Mitsprache hat. Und weil das eine gemeine Verbindungsstraße ist und dafür eben sehr viel genutzt wird für den Feierabendverkehr beziehungsweise für den Morgenverkehr, Berufsverkehr, ist es also, ich will mal so sagen, fast in der Bundesrepublik was Besonderes. Also, so eine Sperre gibt es sonst selten, ganz selten.